Dies ist mein Review zum Motorola Moto E20. Der Fingerabdruckscanner ist richtig super, er geht sehr schnell wie bei älteren iPhones oder dem iPhone SE. Doch ein großer Vorteil zu iPhones mit Fingerabdruckscanner ist, dass dieser auf der Rückseite ist und somit nicht als Home-Knopf benutzt wird und deshalb nicht so schnell schmutzig wird, weil man ihn nicht so oft berührt. Ich nutze das Smartphone jetzt seit über anderthalb Monaten und musste den Fingerabdrucksensor noch nie putzen, beim iPhone jedoch je nach Benutzung ungefähr alle 1 bis 2 Tage. Kommen wir nun zum Display. Es ist ein Max Vision HD Plus Display und ich finde, dass die Qualität völlig reicht. Das Display ist 6,5 Zoll groß. Eigentlich schätze ich kleine Smartphones und auch bei dem Moto E20 merkt man, dass man es nicht gut mit einer Hand benutzen kann. Vielmehr stört mich dann aber, dass das Display aus Plastik ist und sehr schnell schmutzig wird, und wenn das Gerät dann noch heiß wird, was öfter passiert, fühlt es sich nicht gut an. Auf der Webseite vom Motorola steht eine durchschnittliche 40 Stunden Akkulaufzeit. Das kann sein, aber nur wenn man sein Smartphone in den 40 Stunden nur 3 Stunden benutzt. Ich komme im Durchschnitt aus einer Display und Time von 7 Stunden. Wie das Aufladen des 40.000 mAh großen Akkus dauert mit 2 Stunden, wie ich finde, doch recht lange. An der Seite gibt es 2 Knöpfe und ein Doppelknopf. Ganz unten ist der ein Ausschalter, darüber die Lautstärkenknöpfe, ganz oben der Knopf für den Sprachassistenten, die man aber auch erhalten kann, wenn man länger unten auf den Home-Knopf drückt, was ich beides recht lästig finde, weil ich den Sprachassistenten eigentlich nie brauche, jedoch oft aufgeht, weil ich dagegen komme. Kommen wir nun zum Prozessor. Es ist ein Octa-Core-Prozessor, der aktuell schnell genug ist, wenn man nicht so aufwendige Sachen macht. Man muss zwar auch bei einfachen App-Starts ein bisschen warten, aber das ist noch okay für ein so günstiges Smartphone. Allerdings ist es bei so günstigen Smartphones oft so, dass es, wenn es eine höhere Android-Version kriegt, danach fast nicht mehr zu gebrauchen ist, weil es so langsam ist, wobei auch immer die Frage ist, ob sie denn überhaupt die nächste Android-Version noch kriegen. Das Moto E20 wird mit Android 11 Go ausgeliefert. Zur Kamera werde ich nochmal ein eigenes Video machen. Kurz gefasst macht sie für diesen Preisbereich gute Fotos, wenn man ein Stativ benutzt. Wenn aus der Hand fotografieren geht, sehr schlecht, weil sie total leicht verwackelt. Außerdem hat sie eine gute Sättigung und so einen guten Portrait-Modus hätte ich für ein so günstiges Smartphone nicht erwartet. Als Anschlüsse hat das Gerät USB-C. Ich finde es gut, dass auch so günstige Smartphones endlich kein Micro-USB mehr haben, und es hat einen Klinkenstecker. Ob es wasserfest ist, konnte ich nicht herausfinden. Im Internet stand nur was von einer wasserabweisenden Schicht und das auch nicht auf der Webseite von Motorola. Ach so, und bevor ich es vergesse, es gibt 2 GB RAM und 32 GB normalen Speicher. Jemand über eine SD-Karte erweitern kann, daran merkt man schon, das Gerät ist für Leute, die nicht viel von einem Smartphone erwarten, oder für Kinder, und für diese Zielgruppe lohnt sich dieses Gerät für unter 100 Euro auf jeden Fall. Hier sieht man das Moto E20 neben dem iPhone 6, was auch die Größe von einem iPhone 8 und SE 2 und SE 3 hat.